Als ich vor 30 Jahren mit meinem politischen Engagement begonnen habe, stand für mich so Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz oben. Ich finde es jetzt ganz spannend, dass das mittlerweile ein Thema für die breite Gesellschaft geworden ist und möchte natürlich als Landrätin im Landkreis Landshut hier auch ganz konkrete Schwerpunkte setzen. Beispielsweise unser neues Landratsamt könnte mit Holz gebaut werden. Das ist ein nachhaltiger Rohstoff, der bei uns vor Ort wächst und da verwendet werden kann. Ich möchte 365-Euro-Ticket für Auszubildende, Schüler, Studierende einführen, weil das letzten Endes dazu führt, dass junge Menschen dann eben nicht mehr auf individuelle Mobilität setzen, sondern den ÖPNV nutzen. Ein weiteres Ziel, das ich mir vorgenommen habe, ist Regionalität eben auch zu leben und nicht nur darüber zu reden, indem wir beispielsweise in unseren Kantinen, im Landratsamt, in den Krankenhäusern oder eben natürlich auch in den Altenheimen versucht, regionale Lebensmittel zu verwenden. Das ist Wertschöpfung vor Ort, stärkt unsere Landwirtschaft und trägt eben auch dazu bei, das Verständnis von Verbraucherinnen und Verbrauchern für unsere Landwirte zu verstärken. Das ist für mich gelebte Regionalität, gelebter Klimaschutz, gelebte Nachhaltigkeit. Und deshalb möchte ich auch, dass unser Landkreis Landshut Ökomodellregion in Bayern wird.